99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Heute gibt es wieder eine Karten, Tarotkarten, Orakelkartenvorschau für Juni mit Theta kombiniert zu den Themen und Möglichkeiten, zu dem, was die Großwetterlage ist und was wir daraus machen können für den Monat Juni. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, die Karten zu ziehen, zu legen, vorher drüber zu meditieren, anzudocken an das Feld, an dieses Universal Consciousness und einfach zu fragen und zu schauen, was so die Grundenergie für uns alle für Juni ist. Und ich fand das auch sehr schön, dass das wieder direkt nahtlos angeschlossen hat an das Reading von Mai und auch an die Theta-Informationen für Mai. Es ist wirklich ein fortlaufender Prozess, der eine Art Reifung oder Evolution zeigt und uns die Möglichkeit auch dafür gibt. Und es setzt nahtlos da ein. Ich habe ein Video gedreht zu Phönix aus der Asche, also ein Theta-Video. Ich bin gerade dabei, es zu bearbeiten, aber ich ziehe am Freitag um und es ist alles ein bisschen viel im Moment, deswegen bitte Geduld haben und tolerant sein, wenn ich es dauernd ankündige und es dauert doch noch ein bisschen. Es ist sehr aufwendig, ein Video zu schneiden. Also da schaue ich einfach, wann ich Zeit dazu habe. Aber auch da, das setzt nahtlos ein und das Theta-Video wird ja ein vollkommen zeitloses Video sein. Im Moment gerade sehr wichtig, aber ich glaube, es gibt immer wieder Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass wir diese internen Zyklen machen. Es gibt die großen Zyklen und dann gibt es aber auch die kleineren, persönlichen, individuellen Zyklen. Und da gibt es sicher immer wieder diesen Moment von Phönix aus der Asche. Und im Moment sind wir kollektiv an dieser Stelle. So, jetzt zum Reading und dann auch eine kleine Theta-Arbeit dazu. Ich habe diesmal eine kleine Version vom Keltischen Kreuz gelegt. Ich werde es diesmal so machen für die YouTube-Nutzerinnen und Nutzer, dass ich ein Foto einstelle. Ich mache ein Foto von beiden Kartendecks. Ich lege das ja immer parallel. Und auch von den beiden Orakelkarten, die ich dazu gezogen habe, sodass ihr auch das wirklich mitverfolgen könnt. Es wird also eine Mischung, es ist kein Video, aber es ist immerhin etwas mit Bild diesmal. Ich bereite die richtigen Videos dazu vor, also ein Video wirklich live und die Karten und ein Video dazu. Das dauert aber ein bisschen, wie gesagt, das ist technisch ein bisschen anspruchsvoller von der Aufnahmetechnik her. Also heute einfach schon mal einen kleinen Blick hinein in die Energie von Juni. So, ich werde die Karten kurz beschreiben für diejenigen, die sich auf Spotify anschauen oder im Auto oder sonst wo hören und das eben nur hören und nicht sehen können, werde ich es etwas beschreiben. Und für die anderen, wie gesagt, ein Standbild der Karten. Ich habe wieder angefangen mit meinem Häschen-Tarot, mit meinem Luna Lapin Tarot-Kartendeck. Und das Zentrum, das Herzstück für Juni ist eine wunderbare Karte, nämlich der Page of Cups, also der Page der Kelche. Und das Häschen-Tarot, für diejenigen, die es nicht sehen können, zeigt ein sehr kleines, ein junges Häschen, das am Strand steht und dort ist ein wunderschöner Kelch, wahrscheinlich aus Glas. Und er steht, macht Männchen, schaut rein und ein Fisch guckt ihm entgegen und lächelt. Und das sieht fast so aus, als würden die sich ein Küsschen geben. Der Page der Kelche steht immer für einen Neuanfang und zwar für einen magischen Neuanfang. Die Karte im Lightseers Tarot, was ja immer mein Paralleldeck ist, zeigt auch jemanden am Strand, was ich sehr interessant finde, einen jungen Mann, der am Strand sitzt. Und das Bild ist ganz interessant aufgebaut. Man sieht die Beine nicht, die sind unten abgeschnitten, die kommen aber oben ins Bild rein. Und der Untertitel von diesem Bild oder von dieser Karte ist When Pigs Fly. Und das heißt im Englischen, ist so ein feststehender Ausdruck und das heißt einfach, wenn Wunder oder völlig unmögliche Dinge geschehen, die wir absolut nicht erwarten. Und genau das ist die Energie, das Herzstück von Juni. Magische Neuanfänge. Unerwartete magische Neuanfänge. Synchronizitäten im Flow sein. In diesem lebenden Orakeldeck zu leben, zu sein. Alltag als Orakeldeck. Also Synchronizitäten, Zeichen, kleine und große Wunder im Alltag.
erwartet das Unerwartete. Das ist eine ganz, ganz positive Karte. Und was ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, es gibt zwei Hände, die ein Herz formen. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück, weil wir auch noch die Two of Cups haben. Die liegt direkt rechts daneben. Also direkt dort, wo diese beiden Herzen sind, diese beiden Hände, dieses Herz formen, ist die Zwei der Kelche. Das ist die klassische Karte, eben nicht die Liebenden, das ist so ein allgemeines Missverständnis, sondern die Zwei der Kelche ist eigentlich eine der beiden Karten, die Neuanfänge in der Liebe oder ein Wiederaufleben der Liebe anzeigen. Ich finde das sehr schön, dass eben wirklich die beiden Hände, die so ineinander greifen, Zwei der Kelche, direkt neben diesen beiden Händen, gezeichneten Händen, liegt die dieses Herz formen. Also, das Herzstück, die Grundenergie, die Grundbotschaft für den Juni ist eine wunderbare, nämlich absolute Neuanfänge. Und Magie im Neuanfang. Es gibt ja vier Pagen und die Pagen der Kelche zeigen immer einen magischen Neuanfang. Also wirklich so dieses, wow, was ist jetzt passiert? Oder wow, also wirklich Synchronizitäten und Zeichen und Wunder. Wie gesagt, rechts daneben, wo normalerweise, so wie ich es gelernt habe, die Vergangenheit liegt. Also normalerweise wird das andersrum gelegt. Und wenn ich eine Dreierlegung mache, mache ich auch links die direkte, also die nahe Vergangenheit, in der Mitte die Gegenwart und rechts die nahe Zukunft. Weil wir von rechts nach links lesen, in den meisten Sprachen und Schriften wird von links nach rechts gelesen, andersrum, Entschuldigung. Es gibt auch Sprachen und Schriften, die von rechts nach links gelesen werden oder von oben nach unten. Aber bei uns, die lateinische Schrift, wird von links nach rechts gelesen. Das heißt, wir sind ein bisschen gewöhnt, Vergangenheit links zu empfinden. Unser Nervensystem zeigt uns das in dieser Form, wenn wir uns Vergangenheit vorstellen. Dann Mitte und rechts ist die nahe Zukunft. So wie ich es gelernt habe, ist es andersrum. Ich habe aber diesmal gehört, bei diesem rechts-links, dass es vollkommen egal ist, weil es keine Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in dieser Quantenebene, also in der tieferen Ebene gibt. Das war auch sehr interessant, das habe ich so noch nie gehört. Deswegen beschreibe ich einfach nur rechts, links und dann die oben und unten Karten und die Zusatzkarte. Also rechts neben dem Pagen der Kelche liegen die zwei der Kelche. Und das zeigt zwei Häschen, die jeweils ein Kelch in der Hand haben, die schauen uns an. Und zwischen ihnen sind zwei, also der Berg im Hintergrund, der zeigt zwei Rauchfahnen, die sich miteinander wie DNA verbinden. Und im Leitzierstarot ist es noch eindeutiger, das sind zwei Klangschalen, zwei Schüsseln, aus denen ganz, ganz viele bunter Rauch aufsteigt, der sich auch verbindet. Und dann sieht man zwei Hände, die so ineinander greifen. Also es ist noch eindeutiger in Bezug auf Liebe und Partnerschaft im Leitzierstarot. Aber auch beim Häschen-Tarot ist es eindeutig eine Karte, die mit Liebe zu tun hat. Also für viele von euch, wenn ihr auf der Suche seid nach echten, tiefen Verbindungen, dann ist das jetzt ein super Monat im Juni. Für diejenigen, die ein Wiederbeleben vielleicht suchen ihrer bestehenden Partnerschaft oder Partnerschaften, auch da ist ein klarer Hinweis auf wieder Zuwendung zueinander, sich anders wahrnehmen, auf einer höheren Ebene wahrnehmen. Und dazu sage ich auch gleich was, wenn wir uns die Themen oder die Herausforderungen oder die Grundnoten anschauen. Also das, was ist das Problem und was gibt es zu tun. Also Hinweis auf Fokus auf Partnerschaft, auf Liebe auch generell. Sehr positive Karte. Links daneben, also in meiner ursprünglichen Logik eigentlich die nahe Zukunft, aber in diesem Fall tatsächlich fühlt es sich auch nicht so an, sondern es fühlt sich so an, als wären das einfach zwei Aspekte, wie bei einem Diamanten. So würden wir jetzt auf einen Diamanten draufschauen. Und das Herzstück ist der Page der Kelche und das andere sind die anderen vier Karten, sind eben Facetten davon. Links daneben ist der Herrscher. Und der Herrscher spricht immer dafür, dass wir Autorität über unser Leben haben. Und gerade im Leitzierstarot, das gefällt mir sehr gut, sitzt der Herrscher, ein mittelalter Mann würde ich sagen, sitzt ganz gemütlich auf einem Sessel, der aussieht wie eine Weltkugel. Und er hält eine Schachfigur, wahrscheinlich der König. Ich kenne mich nicht besonders gut im Schach aus, aber wahrscheinlich ist es die Figur des Königs.
hält er ganz entspannt in der Hand. Mir sind interessanterweise seine Schuhe aufgefallen. Das scheinen sehr schicke, wahrscheinlich rahmengenähte, handgemachte Schuhe zu sein, die mir besonders gut gefallen. Und im Hintergrund ist ein Widder, Schädel an der Wand. Und das ist auch die Symbolik, die in meinem Häschen-Tarot sehr vorherrschend ist, der Widder. Der kommt da überall vor. Der ist auf dem Thron viermal und es gibt eine Art Teppich oder Standarte vor dem Thron des Herrschers. Und der hat einen Widderkopf. Einen sehr, sehr netten. Also mir gefällt der. Also er guckt so ein bisschen speziell, das seht ihr dann auf dem Foto der Widder, aber ich muss immer lachen, wenn ich ihn sehe. Und das Besondere ist ein Ankh-Symbol, also das Symbol des Lebens, dieses ägyptische Lebenssymbol. Es ist also eine Autorität in unserem Leben, aber auch fürs Leben, also für ein gutes Leben. Es ist nicht Macht um der Macht willen, Herrschen um des Herrschens willen, sondern es ist zu etwas Gutem. Das ist immer der Herrscher, der sorgt als guter Herrscher, als gute Herrscherin. Das ist völlig geschlechtsunspezifisch. Das ist einfach eine autoritäre, also eine Energie, die eine natürliche Autorität zeigt. Nicht autoritär, sondern eine natürliche Autorität. Also ein Sichersein in sich selber. Und das zeigt sich sehr deutlich, dass wir, also als Botschaft, aber auch als so wird es im Juni eher sein, dass wir wirklich wieder Macht zurückholen, Power zurückholen. Also Macht ist im Deutschen immer so negativ belegt. Das englische Wort Power gefällt mir sehr viel besser, weil Power mehr mit Kraft zu tun hat. Ich glaube, das Wort Kraft gefällt mir hier besser. Also eine Kraft und eine natürliche Autorität über wer wir sind und was wir möchten. Und das ist auch die Botschaft von dem ganzen Reading, eine der Hauptbotschaften, die ich sehe, die auch schon sich im Mai sehr deutlich angedeutet haben und jetzt sich sehr deutlich verstärken. Das ist unsere generelle Evolution im Moment. Das ist, sich selber wieder zu ermächtigen. Also wieder im Sinne von Self-Empowerment. Also sich selber ermächtigen. Und hier ist wieder das Wort Macht drin, sich selber die Kraft wieder zurückzugeben und zu nehmen. Dazu werde ich auch gleich noch einen Theta-Impuls geben, dass wir uns unsere Kraft, wo immer wir die auch ausgelagert haben, unsere Power wieder zurückholen. Dann die Karte drunter, die unter der Herzkarte, also im Herzstück liegt, ist eine sehr gute Karte. Wieder die drei der Kelche. Wir haben sehr viel Kelche im Moment. Sehr viel mit Gefühl zu tun, aber auch sehr mit Verbindung miteinander. Das finde ich sehr schön. Also für Juni auch noch die drei der Kelche. Und ich glaube, das hatten wir, glaube ich, auch schon im Mai. Also wieder die Karte, die drei der Kelche. Und man sieht drei Hasen, die wirklich in einer Fülle von Möhren, und zwar sehr unterschiedliche Möhren, also verschiedenfarbige Möhren, tanzen in der Mitte. Also drumherum liegen die Möhren. Es ist also Erntezeit und die drei tanzen. Die haben ein Kelch in der Hand und sie tanzen ganz fröhlich. Und es sieht nach einem Fest aus. Drüber sind so Wimpelchen und sie lachen und sind ganz unbeschwert und tanzen miteinander einen Reigen. Im Leitzias-Tarot sind das drei Frauen in so Sommerkleidern. Scheint ein Sommerabend zu sein. Und die schauen so Arm in Arm nach oben. Und das Sternbild ist der große Wagen. Und eine der drei Frauen hat auf dem Rücken ein Triskele, also diese drei Spiralen, die es im Keltischen gibt, die für die drei Lebensalter stehen, für Himmel, Erde und Mensch, für ganz, ganz viele Aspekte in der keltischen Spiritualität und Philosophie. Also es steht wieder für Gemeinschaft, es steht für Feiern, es steht wieder für Erntedank. Und das hatten wir im Mai auch schon. Also es wird Zeit zu ernten, es wird Zeit zu feiern, es wird Zeit, die Ernte, all das, was wir so hart gearbeitet haben in den letzten 12 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten, 3, 4, 5 Jahre, 10 Jahre, es wird jetzt Zeit zu ernten. Und es wird Zeit für Gemeinschaft, es wird Zeit für Verbindung, es wird Zeit für Phönix aus der Asche, also wirklich für einen Quantensprung, für eine Neuordnung auf einer höheren Ordnung. Und das geht nur miteinander. Was ich sehr interessant finde, ist die obere Karte. Das ist für mich oft woran es zu arbeiten gilt. Also manchmal sehe ich das so ein bisschen als
Akasha-Thema, also als Thema wirklich als großes Thema, als übergeordnetes Thema. Das ist auch hier so. Und zwar, interessanterweise, ist das die Karte des Teufels. Und wenn jetzt die eine oder andere zusammenzuckt, ich mag die Karte des Teufels sehr gerne im Tarot, weil sie dafür steht für innere Gefangenschaft, also für die Gefangenschaft in unsere Denkstrukturen. Wir haben diesen Affengeist, dieses Ferkelchen, diese Ferkelhorde, die immer wieder im Kreis dreht. Wir denken unglaublich viel, wir denken im Großen und Ganzen sehr problemorientiert, sehr wenig lösungsorientiert. Und die Karte des Teufels zeigt das immer an, wenn es wirklich darum gilt, Abstand zu unseren eigenen Gedanken und Mustern zu bekommen. Weil die versklaven uns. Die Karte des Teufels hat auch mit Abhängigkeiten zu tun, mit Verstrickungen, also weist auf Abhängigkeiten hin, das kann manchmal auch wirklich Süchte, es können Süchte sein, auf Verstrickungen, auf Co-Abhängigkeiten, auf Abhängigkeit, aber vor allem und die innere Gefangenschaft, was unsere inneren Denkstrukturen anbelangt, Muster, schlechtes Selbstbild, unsere Neigung, immer sehr viele Probleme zu sehen, wo noch gar keine sind. Also uns auf alles, auf alle möglichen Eventualitäten zu versuchen vorzubereiten. Die ganzen kognitiven Dissonanzen, die ich auch öfters ja schon angesprochen habe. Also das Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was passieren könnte, denken wir gerne durch. Katastrophisieren, Schwarz-Weiß-Denken und so weiter. Denn das Interessante beim Teufel ist, bei der Karte des Teufels, da stehen zwei Häschen und im klassischen Tarot auch Mann und Frau und die haben eine Kette um den Hals, die dann zum Thron des Teufels führt. Aber wenn man genau hinschaut, dann liegt diese Kette nur ganz locker über den Hals. Das heißt, die könnten das jederzeit abnehmen. Aber sie starren, je nachdem, welches Tarotdeck man verwendet, sie starren ganz hypnotisiert auf den Teufel. Das heißt, wir könnten diese innere Gefangenschaft tatsächlich beenden, indem wir einfach uns dessen bewusst werden, dass wir diese Kette um den Hals haben und dass die locker sitzt, dass wir die jederzeit abnehmen können. Im Leitzierstarot ist es ein bisschen anders. Da ist es so ein sehr gut aussehender, muss man sagen, verführerischer Mann mit sehr hypnotischen Augen und so ganz, ja, sieht aus, wie als läge er im Wasser. Er ist ein Wassermann und die Haare sind so ganz, wie halt Haare so aussehen, lange Haare im Wasser, gehen also in alle Richtungen. Und er streckt die Hand so einladend aus. Darunter ist aber ein Bild, eine kleine Zeichnung von jemandem in einem Hoodie, der so den Kopf nach unten tut, also die Hände den Kopf so in die Hände tut, so wie wir manchmal, wenn irgendwas runterfällt, automatisch versuchen, unseren Kopf zu schützen. Und man sieht Marionettenfäden an dieser Hand. Und das ist eben dieses Zeichen, Hinweis darauf, dass wir nochmal im Juni überprüfen, wo wir wirklich noch alte Denkstrukturen haben, Muster, Selbstbildsachen, Weltbildsachen. Ich genüge nicht. Es muss hart sein. Ich bekomme nichts von allein, es kommt nichts von selber. Die Welt ist gefährlich, andere Menschen sind gefährlich. Dass wir da nochmal wirklich überprüfen, was brauche ich davon noch und es wirklich auch anfangen, mit welchen Methoden noch immer zu lösen, da werde ich auch gleich noch einen Impuls geben. Also diese innere Gefangenschaft wirklich als solche zu erkennen, es ist nur eine innere Gefangenschaft, meistens keine äußere, keine echte, sondern der Hinweis auf Housekeeping. Was dann noch als Zusatzkarte kam, war der König der Stäbe und das ist eine sehr kraftvolle Karte, gerade im Leitzierstarot. Das ist ein junger Mann in einem T-Shirt in einer Wüste und er hat eine brennende Fackel in der Hand oder einen Stab, der oben brennt. Die Stäbe sind immer für Kreativität, sprechen für Dynamik, Kreativität vor allem. Also Kraft, Energie für etwas, Motivation. Und im Hintergrund ist ein Löwe. Und auf seinem T-Shirt ist eine Eidechse, also Dreamtime, die im Australischen ja für diese Traumzeit steht. Also für Ideen, Kreativität. Auch das ein Hinweis, dass im Juni, dass wir viele, viele neue Ideen bekommen und wir sollten sie auch umsetzen. Die Könige sind immer die Umsetzung. Die Königinnen einer Farbe oder eines Suits sind immer dafür da, für die inneren Vorgänge der jeweiligen Farbe. Und die Könige sind dann wirklich für die Umsetzung in der Welt, also konkret 3D. Also Hinweis darauf, wenn ihr Ideen und Projekte habt, setzt sie wirklich im Juni jetzt um.
Alles ist unter dem Oberbegriff Neustart, Neuanfang, Wunder, Synchronizitäten, Gemeinschaft, Liebe. Dann unsere Kraft wieder zurückholen und diese Gefangenschaft auch verstehen und erkennen. Also diese Verstrickung, in der wir noch sind, in der wir uns befinden, das werden wir auch immer als Menschen sein. Das ist ganz normal, aber der Hinweis jetzt für Juni ist ganz besonders, achtet wirklich nochmal auf eure Muster, achtet auf eure Gedanken, vor allem auf das, was euch wirklich blockiert, ohne dass das Problem physisch schon da wäre. Ich habe noch zwei Zusatzkarten gezogen, einmal eine Runenkarte, die ich sehr, sehr mag, und eine Karte aus einem schamanischen Medizinorakel. Und die Runenkarte war nochmal Berkana, was ich sehr schön finde, weil die wunderbar mit unserem Herz, mit unserer Herzstückkarte, diesem Neuanfang, diesem Pagen der Kelche zusammenpasst. Es ist nämlich die Runenkarte Berkana, Birke oder auch im Englischen Divine, das Göttliche. Und man sieht eine junge Dame, die gerade umzieht oder einzieht. Also eine ganz fröhliche, die hat gerade so Kisten in der Hand und eine Topfpflanze obendrauf. Die zieht gerade ein, weil Berkana, die Birke, Berkana für einen absoluten Neuanfang steht. Eigentlich für diesen Frühling. Die Birken sind mit so die ersten Bäume, die etwas besiedeln, wenn wir einen Kahlschlag haben oder wenn irgendwo eine Freifläche ist. Die Birken sind die ersten, die kommen. Und es ist eben auch eine ganz besondere, ein ganz besonderer Baum. Für mich ganz besonders, aber auch generell auch ganz besonders. Die im Schamanischen oder in der Pflanzenmedizin eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also Berkana, diese Rune, diese Karte steht für Neuanfänge. Und das passt eben wunderbar zur Herzkarte dazu. Umzüge steht aber auch für Frühjahrsputz und das passt wiederum wunderbar zu der Karte des Teufels. Also macht mal inneren und äußeren Frühjahrsputz. Überlegt wirklich nochmal, nehmt den Juni, nehmt euch vielleicht Zeit, vielleicht habt ihr Urlaub, vielleicht habt ihr ein bisschen eine ruhige Zeit und nehmt wirklich mal euch Zeit auszusortieren im Außen, eure Wohnung mal durchzugehen, die Schränke durchzugehen, wirklich mal zu entscheiden, was brauche ich noch und was kann ich gehen lassen. Ich habe gestern bestimmt gefühlte 10 Kilo altes Papier durchgeguckt und in den Papiercontainer getan, alte Seminarideen, ja, viele alte Dinge. Und ich habe gemerkt, es ist rausgewachsen, ich bin rausgewachsen. Es ist in Ordnung, ich brauche es nicht mehr. Ich bin an einer anderen Stelle, das habe ich auch sehr deutlich gemerkt. Und alles, was ich brauche, da kommen wir jetzt wieder auf den Pagen der Kelche, wird Synchronizität kommen, wenn ich es brauche. Ich spüre das im Moment sehr stark. Es gibt sehr viele Synchronizitäten. Ich brauche irgendwas und schwupps, ist es da. Wir brauchen einen neuen Schuhschrank zum Beispiel, weil mein Mann erst seine Wohnung dann in Münster nochmal im Oktober auflöst und meine Nachbarin zieht auch gerade aus und die wollte ihren, der noch wunderbar in Schuss ist, weil sie sehr pfleglich mit ihren Sachen umgeht, auf den Sperrmüll stellen, der in einem Monat ist. Und so habe ich jetzt, oder wir haben einen neuen Schuhschrank, einfach so. Und das passiert eben im Moment ganz viel. Und diese Rune Berkana steht eben genau für diese wunderbaren Neuanfänge, für dieses ich putze raus, ich überlege, was ich brauche und was nicht und fange dann neu an. Und die zweite Karte aus dem schamanischen Deck war Pflanzenmedizin und Wahrheit. Das ist eine wunderbare Karte. Eine Karte, wo Löwenzahn drauf ist und ganz viele einheimische Pflanzenarten und etwas, was wie Gänseblümchen aussieht, könnte aber auch Berufskraut sein. Also die Kommunikation und der Kontakt mit Pflanzen, aber eben auch Wahrheit über die Pflanzen. Und auch das passt wunderbar in diesen Neuanfang rein und zu dieser Birke. Es geht also darum, dass wir uns wieder rückverbinden, auch die drei der Kelche, rückverbinden auch mit der Pflanzen, mit der Welt der Pflanzen, also mit dem Kingdom of Plants, heißt es im Englischen so schön, also dem Königreich der Pflanzen. Aber Königreich klingt im Deutschen wieder so ein bisschen nach Herrschaftsgebiet. Es meint einfach die Welt der Pflanzen, das Universum der Pflanzen, den Geist der Pflanzen. Und wenn wir uns mit dem verbinden, mit der Birke, aber auch mit dem, was jetzt im Moment gerade draußen blüht, dann weiten wir uns aus und dann sprengen wir sozusagen diese Ketten, die wir eben innerlich haben. Dieses oh Gott, oh Gott, oh Gott und dieses um uns kreisen, dieses sehr enge Kleine, was eben in der Persönlichkeit, je weiter wir in den Baumringen Richtung Rinde gehen, desto enger wird es.
desto kleiner werden wir, desto ängstlicher werden wir. Und die Botschaft für den Juni ist, sich auszuweiten. Gemeinschaft, die drei der Kelche, uns unsere Power wieder zurückzuholen, unsere Kraft, unsere Energie, unsere Autorität wieder zurückzuholen. Unsere Schlüssel, die wir anderen in die Hand gedrückt haben, durch Groll und durch Macht abgeben und Co-Abhängigkeit, das wieder zurückzuholen und zu feiern. Und eben auf Wunder, wirklich erwartet Wunder, erwartet das Unerwartete, wenn Schweine fliegen, wenn Pigs fly. Ich gebe jetzt noch kurz einen Theta-Impuls. Ich gebe einen Theta-Impuls in dieses, ich rufe all meine Kraft zurück. Da gebe ich jetzt einen Theta-Impuls für alle. Vielleicht könnt ihr es auch merken, dass es wie so schwupps, 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 dass ihr euch eure, dass wieder so wie Puzzlestücke zurückkommen. Ich hole mir all meine Kraft zurück, alles, was ich abgegeben habe, kommt gereinigt zu mir zurück. Überall, wo ich vielleicht noch grolle, wo ich noch Schuld- und Schamgefühle habe, wo ich Macht an andere, deren Erwartungen, deren Meinung, deren Wert und Sichtweisen abgegeben habe. Ich hole alles zurück und ich integriere und harmonisiere jetzt gerade nochmal. Und jetzt noch ein Theta-Impuls zu dem Teufel, also zu diesem Erkennen und Lösen können von unserer inneren Gefangenschaft und Abhängigkeiten und dieser Kette um den Hals, die da ganz locker eigentlich liegt. Da gebe ich jetzt noch einen Impuls. Klar denken, klar empfinden, die Muster, unsere eigenen Muster klar sehen, klar erkennen. Mit Liebe und Freundlichkeit und Anerkennung, dass sie einen Zweck hatten und versuchen, immer uns versuchen zu helfen. Also mit dieser wertschätzenden, anerkennenden Haltung, aber eine Transformation, eine Transmutation. Von Angst zu Mut. Von Angst zu Liebe, von Angst zu Vertrauen, von Wut zu Schaffenskraft. Ja, Transformationsenergie. Auch das integrieren, harmonisiere ich für alle, die es möchten. Okay, alles klar. Gut, also ein sehr, sehr positives Reading, genau wie das Mai-Reading schon war. Und das ist jetzt noch positiver. Ich habe jetzt ein ausführlicheres Reading gemacht. Sehr klare Hinweise auf das, wie wir am besten die Welle nehmen können und diese Energie für uns am besten, für unsere Weiterentwicklung, für die Lösung, für das Heilen, für das Ausweiten, für das Freierwerden, für das Liebevollerwerden, für das viel mehr Wir-Werden zu nutzen. Dann, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, gerne kommentieren und gerne teilen und abonnieren, wenn ihr möchtet. Und ich versuche, wie gesagt, so schnell wie möglich die Videos, das Theta-Video zu Phönix aus der Asche auch hochzuladen, sodass das, wenn ihr da ausführlicher damit noch arbeiten möchtet, das als Vertiefung und Ergänzung wunderbar in das Juni-Reading hineingreift. Dann sehen wir uns nächste Woche. Thank you.